Okay. Also hat sie jetzt noch mehr darauf abgesehen, dass ich mehr Interviews im Fernsehen und in Magazinen mache als vorher. Oh, scheiße, Mann. Ist das frustrierend? Ja, das war klar. Obwohl, ich kann das meiner Mutter gegenüber nicht erwähnen. Sie freut sich so für mich. Ja, klar, Karriere, ne? Und Geld. Ich habe immer geglaubt, dass wenn ich hart als Shogi-Spielerin arbeite, dann könnte ich uns unterstützen damit. Oder versorgen. Aber ich hätte nie erwartet, dass so ein zerstörerischer Artikel über mich und meine Familie geschrieben wird. Das bringt der Ruhm mit sich. Um ehrlich zu sein, nichts Gutes kommt dabei raus, wenn man wie ein Idol behandelt wird. Die Leute sagen, die Leute reden nur über mein Aussehen und nicht über meine Fähigkeiten. Sie sind genervt, dass ich die ganze Zeit in der Presse bin. Ja, so sind die Menschen. Schreckliche Dinge wurden über mich gesagt, und man hat mir nahegelegt, ich würde alles dafür tun, um beliebt zu werden. Ich habe so angefangen, in der Shogi-Welt mich zurückzuhalten. Deswegen hat mein Vorgesetzter sich gegenüber mir so benommen. Der wahre Grund, warum ich in der Kirche trainiere, ist, dass dort niemand mit mir spielen will. Mein Vater hat für gewöhnlich mit mir trainiert von seinem Krankenbett, aber seine Krankheit macht das nun unmöglich. Vielleicht sollte ich aufhören, Shogi zu spielen und mir einfach einen Job suchen. Auf diese Weise würde meine Familie nicht mehr wehgetan. Würde man meiner Familie nicht mehr wehtun, so. Tu, was dir Spaß macht, was du liebst. Ich glaube, das ist eine gute Antwort. Tun, was ich liebe. Ich liebe Shogi. Ich möchte nicht damit aufhören. Ja, du hast recht. Du verstehst meine wahren Gefühle. Oh. Letztendlich liebe ich das Shogi. Ich wäre niemals in der Lage, das aufzugeben. Das klingt doch schon mal besser. Ich war einfach nur verwirrt wegen diesem Artikel und wie meine... Ja, Vorgesetzten meine, wie die Älteren mich behandeln. Sagen wir es besser so. Jedenfalls, ich glaube, ich kann meinen nächsten Zug jetzt sehen, dank dir. Du hast mir dabei geholfen, viel über mich selbst zu erkennen, außerhalb des Shogi. Gut zu hören. So, wir spüren ein großes Maß an Vertrauen von dir und erreichen Rang Nummer 6. Sehr schön. Alright. Läuft bei ihr so ein bisschen wieder in bessere Bahnen. Gehen wir zurück zur Kirche und spielen ein Match. Ah, da ist sie doch wieder motiviert. Der Artikel hat mich irgendwie irritiert. Ich werde meinen geheimen Spielzug nutzen. Der ewige Abgrund des Yagura-Tors und werde das Spielbrett in die Hölle verwandeln. Oh Mann, da ist jemand motiviert. Nun, hättest du Interesse, ein Match gegen mich zu spielen? Ja, wenn sie so motiviert ist, dann auf jeden Fall. Er könnte da Nein sagen. Until next time. Na dann. Auch mal ein paar ganz gute Nachrichten, die wir hier gehört haben von ihr.
Auch wenn man sie mit diesem Artikel ziemlich fertig gemacht hat. Aber gut. So, schauen wir mal, was der nächste Tag bringt. Scheint zumindest mal besseres Wetter zu sein. Way too hot. Aber es ist mal wieder heiß wie Frittenfett. Hey. Und, naja, was... Die Pflanze, der geht's gut. 4 Tage haben wir noch. Was machen wir heute? Weiß gerade nicht so wahrscheinlich um irgendeinen Vertrauten oder Vertraute. Sollten wir uns vielleicht kümmern. Da jetzt ja gutes Wetter ist, bringt ja ein Besuch im Restaurant nicht ganz so viel. Wir sollten es damit auch nicht übertreiben oder so auch nochmal. Yusuke wäre da. Ich würde gerne noch ein paar Sachen basteln. Ja, wahrscheinlich wäre am besten wieder einen Schnitt machen. Ja, das hat ohne die Zeit gekostet. Sollten wir schneiden, wenn ich es nicht vergesse. Egal. Dude, uns geht wirklich die Zeit hier aus. Die Leute werden immer unruhiger online. Sind wir erledigt, wenn wir das hier vergeigen? Ich möchte gar nicht erst über die Möglichkeit nachdenken. In der Tat, die uns als Helden gesehen haben, scheinen uns nun zu verlassen. Oder sich von uns abzuneigen. Beruhigt euch, Leute. Matsuya hat recht. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit dieses seltsame Zeug hier schreibe. Und wegen so etwas würde ich nicht WhatsApp nutzen. Ist okay. Wir fühlen alle so. Ich werde versuchen und sicher gehen, dass ich meine Deckung nicht auffliegen lasse. Das sollten wir alle. Ja. Es klingt so, als fangen alle an, ängstlich zu werden. Aber wenn man betrachtet, wie schnell die Tage hier vorankommen, ist das besser, dass wir ruhig bleiben. Sollten wir immer. Sollte ich auch. Und so. Weiß gerade nicht so recht. Ja, bringen wir das mit ihr mal ein bisschen voran. Weil diese geheimen Züge, die wir von ihr kriegen, sind im Kampf extrem nützlich. Nützlich natürlich. Gottverdammt nochmal. So. Ihre Denkweise wird schärfer, wenn es regnet. Es regnet nicht so schade, ja. Regnet nicht zu stark, aber die Geräusche können es schwer machen, sich zu konzentrieren. I look forward to it. Spielen wir mal eine Runde mit ihr. Thank you for today. Ja, diese geteilte Persönlichkeit, sie als Spielerin aggressiv und dann sie als Person eher zurückhaltend. Ist doch sehr sympathisch, oder? Wenn jemand in sein Hobby, in seine Leidenschaft eine ganz andere Person wie auf einmal wird. Na gut, so. Es regnet wieder mal. 3 Tage haben wir noch. Gehen wir mal zum Restaurant. Nutzen das nochmal aus. Um den Bonus da zu kriegen. Ja, ist ein bisschen mehr Fokus hier auf unsere Fähigkeiten legen. Sollte man ja nicht vergessen. So, wir essen mal wieder Steak. Haben bald so einen richtigen Fleischmagen.
und spulen das Ganze mal vor. Da kann ich mir in der Zeit noch was eingießen. Ah. Alright. Hey. Ja, reicht aber noch nicht. Oder? Kriegen wir mit dem einen Punkt? Nee. Leider nicht. Alright. Schade. Wanna head back? Aber gut. So, Ah, you're back. Ist dir nicht langweilig? Ah, wir könnten was mit ihm unternehmen, aber... Ah, die Zeit ist noch nicht gekommen, das bei ihm weiterzuführen. Aber ich glaube, jetzt wäre eine ganz gute Wahl, mal mit ihr weiterzumachen. Heute sollten wir ja da die nächste Stufe erreichen können. So. Hey! Ich bin gefragt von meinem vermanntes Farm draußen. Die Öffentlichkeit wärmt sich langsam auf mit dem Phantom-Team, dein Liebling. Ja, wenn du nur wüsstest. Vorgesetzten fangen an genervt zu sein von diesen ganzen einmaligen Artikeln, einseitigen Artikeln da, oder ja. Egal, so. Oh, erst bei Nummer 7 gibt's die nächste Fähigkeit, aber gut. Also gut, lass mal hören, ja. Oh? Also, dieser Detective meint es ernst, ne? Dieses Detective-Ass. Ich verstehe. Oh ja, da ist etwas, für was ich mich bei dir entschuldigen muss. Okay. Weißt du, es ist Teil meines Jobs, bestimmte Dinge nachzuforschen. Nun, ich habe etwas über dein Vorstrafenregister rausgefunden. Oh Mann. Na dann. Ups. Ich habe gemerkt, dass du nicht ein normaler Junge bist, damals mit meinem Chef. Also habe ich mal aus Neugierde ein wenig nachgegraben und habe viel, viel mehr gefunden, als ich erwartet hatte. Sorry. Also, tut mir leid deswegen. Ich muss allerdings sagen, das Urteil, was man in deinem Fall getroffen oder ausgesprochen hat, ist merkwürdig. Irgendeine Art Deal muss doch da hinter den Kulissen vorgefallen sein, um sicherzugehen, dass das das Endergebnis war. Ja. Das muss schwer für dich sein, damit klarzukommen. Du bist doch nur ein Kind. Nun vergessen wir die Vergangenheit. Wir sind hier im selben Boot, wenn es darum geht, abgestempelt zu werden. Naja, ich weiß ja nicht so ganz, aber naja, irgendwo hat sie vielleicht auch recht. Wegen deiner Untersuchung? Genau. Ich werde meinen Partner rächen für... ja. Ups. Was ist nun los? Ladeschaden nachfüllen. Nein, jetzt bist du dran, die Wahrheit zu erzählen. Die Wahrheit also, hä?
Du kannst nicht in der Vergangenheit des Jungen da rumschnüffeln und dann erwarten, dass du deine eigenen Geheimnisse geheim bleiben lassen kannst tun. Moment mal, gib mir doch nicht die Schuld dafür. Er hat nichts zu tun mit meinen privaten Angelegenheiten. Na und, du aber mit meinen eigentlich auch nicht. Du kannst mir vertrauen. Ich meine, es ist nicht so, dass ich dir nicht vertraue, aber... Und Moment mal, warum werde ich hier als die Böse behandelt? Weil du rumgeschnüffelt hast. Sowas ist böse. Nun schau mal, du wirst dich viel besser fühlen, wenn du mit jemandem redest, der versteht, warum du genau das hier alles durchmachst. Da ist durchaus was dran. Davon abgesehen, du wirst noch explodieren, wenn du diese ganzen alkoholgetränkten Ängste in dich hinunterschluckst. Ja, der Alkohol. Ja, das ist wahr. Und ich schätze, das ist wohl die fairste Sache oder die fairste Art, die wir für unsere Geschäftsbeziehung hier durchführen können, ha? Nun, erzähl es niemandem, okay? Oh, jetzt bin ich gespannt. Damals, als ich über Politik geschrieben habe für meinen Verleger, da hatte ich einen Partner, der mir mit der Fotografie geholfen hat. Kayo Murakami. Okay. Partner also. Und wir waren als Team sehr gut bekannt in der Industrie. Wir haben zahllose Skandale zusammen aufgedeckt. Nun, bis dieser Tag dann kam. Wir waren auf der Spur eines bestimmten Bürokraten, der Flüchtlinge finanziell unterstützt hat. Er hat sich selbst immer gut geschützt und so war es fast unmöglich, ihm irgendwelche Spuren nachweisen zu können. Oder irgendwelche Spuren zu finden. Und dann, eines Nachts, hatte ich eine Sprachnachricht von Kayo. Sie sagte, sie hat etwas Großes gefunden. Aber das war das Letzte, was ich jemals von ihr gehört habe. Ah, okay, da formt sich ein sehr unschönes Bild. Dann am nächsten Tag wurde dieser Bürokrat tot aufgefunden in einem Liebeshotel und Kayo wurde vermisst. Was war die Todesursache? Nun. Die Ursache des Todes ist unbekannt. Die Autoritäten konnten nicht sagen, ob es Mord oder Selbstmord war. Und was den Killer angeht... Shit. Die Polizei hat Kayo beschuldigt. Sie sagten, sie hätte ihn in einem, ja, Verbrechen der Leidenschaft getötet. Aber das ist unmöglich. Sie hätte niemals mit einem Abschaum wie ihm geschlafen. Ja, oder ein Liebesverbrechen war es dann wohl eher. Und viel wichtiger, es ist schon ziemlich abgefuckt, solche Anschuldigungen zu machen, ohne den geringsten Beweis. Das ist wohl wahr. Ichiko-chan. Ach,
Tut mir leid. Der Fall wurde abgeschlossen, aber wir haben nie die Wahrheit rausgefunden und Kaio wurde als professionelle Schande abgestempelt. Ja gut, da kann man natürlich verstehen, dass sie da mehr rausfinden will. Und da wir Partner waren, hat die Firma entschieden, dass es das Beste wäre, mich in eine andere Abteilung zu versetzen. Ich werde Kaios Unschuld beweisen. Das ist der Grund, warum ich meine eigene private Untersuchung nun durchführe. Das ist echt unverzeihlich. Da hast du verdammt nochmal recht. Aber dank der ganzen Informationen, die du mir gegeben hast, sollte ich mehr Zeit haben, mich auf meine Untersuchung zu konzentrieren. Daher also. Sie wollte Zeit gewinnen. Ich werde diese Chance werde ich mir nicht durch die Finger gehen lassen. Also gut, jetzt sind wir quitt. Allerdings habe ich das nicht gerade sehr genossen. Bist du da sicher? Es ist Ewigkeiten her, seitdem ich dich so viel lächeln sehen habe. Aha, interessant. Nun, vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich mich schon lange nicht mehr so lebendig gefühlt. Okay dann, ich werde einen großartigen Artikel schreiben über die Session, die wir hier gemeinsam hatten. Exklusivbericht. Die Phantomdiebe... die Ideale der Phantomdiebe stehen in Verbindung mit einer Geheimgesellschaft. Okay. Klingt cool. Ah, ich mach nur Witze. Keine Sorge. Ich werde definitiv mit einer besseren Schlagzeile... ich werde mir definitiv eine bessere Schlagzeile einfallen lassen, bevor wir das drucken. Das klang auch eigentlich gar nicht so übel. Naja. So, unser Bündnis mit ihr verstärkt sich. Sehr gut. Rang Nummer 5 haben wir erreicht. Alright. Und ja. Aber trotzdem, da ist noch eine Sache, die mich beschäftigt, die mich stört. Es ist kein Zweifel, dass der Chief meiner Untersuchung auf den Fersen ist. Vielleicht sollten wir weiter uns als Paar ausgeben, damit wir ihn hereinlegen können. Wie klingt das? Ziemlich gefährlich. Ach, jetzt lass den Jungen allein. Hey, es wird schon spät. Solltest du nicht nach Hause gehen? Ja, in der Tat. Und ich denke, wir sollten auch mal eine kleine Pause für diese Session einlegen, denke ich mal. Sind jetzt schon wieder gut über 2 Stunden und ja, ich denke mal, es ist ein ganz guter Zeitpunkt. Einen kleinen Break einzulegen. Ich werde auch langsam ein bisschen müde und von daher würde ich mal sagen, speichern wir ab und dann heißt es an dieser Stelle wie immer, ja, bedanke mich bei euch für euer Interesse. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich freue mich auf mehr. Beim nächsten Mal werden wir sehen, wie das Ganze mit dieser Bereinigung ausgeht. Und ja, sage an dieser Stelle, wie immer, wie ihr das kennt, tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.